für das Jahr 2015, auch für Sie. Und vielen Dank für Ihr Interesse an dem Thema. Bei der Einführung von Hartz IV wurde von seinen Erfindern oder Vätern verschiedene Versprechen gemacht. Unter anderem hieß es, Hartz IV solle helfen beim Abbau von Bürokratie, beim Bekämpfen der Massenerwerbslosigkeit. Es solle eine schnellere Vermittlung in Erwerbsarbeit ermöglichen und es soll für eine materielle Grundabsicherung stehen. Wir finden, 10 Jahre nach Inkrafttreten von Hartz IV ist eine kritische Bilanz mehr als angebracht. Und wir beginnen diese Bilanz damit, dass wir Hartz IV an dem messen, was bei Einführung versprochen wurde. Erster Punkt: Bürokratieabbau. Dass es zu einem Bürokratieabbau gekommen ist, behauptet, glaube ich, niemand. Ganz im Gegenteil, wenn man sich die Vielzahl der Dokumente, der Bögen, die auszufüllen sind, anschaut, muss man sagen, Hartz IV hat eher zu mehr Bürokratie geführt. Auch eine bessere Vermittlung von Arbeit ist wahrlich nicht abzusehen. Ich will da nur 2 Zahlen nennen, die das unterfüttern. Die Hälfte aller erwerbsfähigen Anspruchsberechtigten ist länger als 4 Jahre in Hartz IV-Bezug. Und man kann sagen, generell 80% aller erwerbsfähigen Betroffenen sind länger als 1 Jahr im Fürsorgesystem. Das heißt also, von einer schnelleren Vermittlung in Arbeit ist wirklich keine Rede. Nun wird ja gerne angeführt, dass ja die Zahlen der die offiziellen Erwerbslosenzahlen zurückgegangen sind, wenn sie auch nicht in dem Maße zurückgegangen sind, wie immer offiziell dargestellt wird, weil es da jede Menge statistische Tricks gibt, will ich mich doch mit dem Argument auseinandersetzen. Zum einen muss man natürlich aufpassen, dass es hier nicht statistische Effekte gibt, die gar nichts miteinander zu tun haben. Sie kennen ja alle die Geschichte von den Störchen. Nur weil in Brandenburg mehr Störche siedeln und mehr Kinder geboren werden, heißt noch nicht, dass das eine mit dem anderen ganz zwingend und unbedingt zusammenhängen muss. Hinzu kommt, wenn man sich anschaut, wie sich auf Vollzeitarbeitsplätze heruntergerechnet das Arbeitsvolumen verändert hat, vor der Einführung und jetzt 10 Jahre später, so muss man sagen, dies ist konstant gleich geblieben. Was aber zugenommen hat, sind Erwerbsarbeitsplätze im Niedriglohnbereich. 1,3 Millionen mehr Menschen müssen wirklich zu Niedriglöhnen, zu Dumpinglöhnen arbeiten. Und ich glaube, das war das eigentliche Ziel von Hartz IV, dass die Androhung von Sanktionen, die Androhung, ganz schnell bei Erwerbslosigkeit ganz unten zu sein, Menschen gefügig macht. Und das IAB, also ein offizielles Institut, das bei der Bundesagentur mit angesiedelt ist, hat das ja auch bestätigt, dass im Zuge von Hartz IV die Bereitschaft zugenommen hat, schlechte Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen, familienunfreundliche Arbeitszeiten in Kauf zu nehmen. Wie sieht es aus mit der ausreichenden materiellen Absicherung? Also noch in der aktuellen Bilanz der Bundesagentur ist die Rede davon, die gute Idee der Grundsicherung war, eine angemessene Pauschale zu gewährleisten. Wenn man sich aber die jetzigen Regelsätze anschaut, kann man wahrlich nicht von einer angemessenen Pauschale sprechen. Also wir wissen auch, dass der Anteil der armen Erwerbslosen im Zuge der Einführung von Hartz IV deutlich zugenommen hat. Im Jahr 2003 beispielsweise war bloß die Hälfte der Erwerbslosen, galt bloß die Hälfte der Erwerbslosen als arm. Später, inzwischen gehen wir davon aus, dass 75% der Erwerbslosen als arm sind. Und auch wenn man sich einfach mal den Regelsatz anschaut, der ist ja gezielt kleingerechnet worden. Ich will nur 2 Zahlen nennen, die das mal untermauern. Der Regelsatz, bei der Rechnung des Regelsatzes ist man davon ausgegangen, dass im Monat rund 1,50 Euro für den Besuch von Bildungsveranstaltungen ausgegeben werden. 1,50 Euro. Für Verkehr sind rund 25 Euro pro Monat vorgesehen. Frage, in welcher Stadt bekommt man für 25 Euro im Monat wirklich ein Monatsticket, um mindestens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mobil sein zu können. Also kurzum, wenn wir allein Hartz IV an den eigenen Zielen und offiziellen Versprechen messen, muss man sagen, 10 Jahre Hartz IV sind 10 Jahre zu viel. Es ist Zeit für einen sozialpolitischen Neustart. Hartz IV ist eben nicht ein Jobmotor, sondern war vor allen Dingen ein Motor für die soziale Spaltung in diesem Land. Darüber hinaus kritisieren wir als Linke Hartz IV natürlich auch ganz grundsätzlich. Denn Hartz IV bedeutet eben eine Bedarfsgemeinschaft mit sehr kleinteiliger Prüfung der Wohn- und Lebens- und Beziehungsverhältnisse anstatt individueller Rechte. Hartz IV bedeutet 1-Euro-Jobs oder schlimmer noch inzwischen 0-Euro-Jobs anstelle von guter Arbeit.
Und es bedeutet eine permanente Androhung von Sanktionen anstatt sozialer Grundrechte. Und die Folgen davon sind verheerend. Selbst wenn nur 3% am Ende von Sanktionen, also der Kürzung des ohnehin niedrigen Arbeitslosengeldes II, betroffen sind, ist das ein permanentes Damoklesschwert, was über den Leuten hängt und was Existenzängste verbreitert, vergrößert. Eine Gesellschaft, in der Existenzangst um sich greift, ist eine Gesellschaft, in der sich das Klima verschärft, und Mitmenschlichkeit und Demokratie haben es in solch einer Gesellschaft deutlich schwerer. Hartz IV geht von der Ideologie aus, dass der Einzelne schuld sei an seiner Erwerbslosigkeit, also die Opfer des Arbeitsmarktes, der jetzigen Produktionsweise, werden damit zu den Schuldigen abgestempelt. Und die Grundhaltung hinter Hartz IV war natürlich, man erwartet von dem Menschen eine gebückte Haltung, einen gebückten Gang, Dankbarkeit darüber, dass man irgendeinen Erwerbsarbeitsplatz abbekommt, und sei es zu ganz schlechten Dimensionen. Demgegenüber setzen wir als Linke eine andere Vorstellung von Sozialpolitik entgegen. Wir meinen, ein sozialpolitischer Neustart sollte es ernst meinen mit dem Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, und dazu gehört meiner Meinung nach auch das Recht, sich die Erwerbsarbeit frei auszusuchen, ohne unter Sanktionsandrohungen fragwürdig in Eurojobs gepresst zu werden. Und zu einem würdevollen Leben gehört auch das Recht darauf, an dieser Gesellschaft im aufrechten Gang teilhaben zu können und sich nicht aus Geldnot oder aus Scham in den eigenen vier Wänden verkriechen zu müssen. Nun hat Andrea Nahles in den letzten Tagen verkündet, dass sie ein Programm für einige tausend Langzeiterwerbslose in die Wege leiten möchte. Ich möchte darauf mit grundlegenden Worten antworten. Mittlerweile ist deutlich geworden, wie stark die Hartz-IV-Gesetzgebung vom neoliberalen Zeitgeist geprägt war und wie sehr manche ihrer Folgen dem Willen der Menschen in diesem Land widersprechen. Hartz IV ist zum Symbol geworden für soziale Kälte. So schrieb noch die jetzige Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles 2009 in ihrem Buch über Hartz IV. Ich finde, wenn man allein diese Worte ernst nimmt, ist klar, man wird dem tiefen Problem nicht gerecht, indem man einfach an der Oberfläche herumdoktert und ein bisschen Kosmetik betreibt, sondern es braucht wirklich einen Neustart. Und ein Neustart meint für uns als Linke, wir wollen fragwürdige 1-Euro-Jobs ersetzen durch gute, geförderte öffentliche Beschäftigung. Und das Hartz-IV-Sanktionssystem soll ersetzt werden durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Unter 1.050 Euro im Monat droht Armut. Vielen Dank.